aus voll Glorie schauet, weit über alle Land. Auf ewigem Steine bauet, von Gottes Meisterhand. Gott, wir loben dich, Gott, wir preisen dich, wohl lass im Hause dein uns allgeborgen sein. Zion hochgegründet steht Gottes heilige Stadt, dass sie der Welt verkündet, was Gott gesprochen hat. Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie alle zu unserem Gottesdienst heute, zur Wiedereröffnung. Ganz besonders begrüße ich Sie, lieber Herr Bischof, und ich denke, ich darf im Namen aller Verantwortlichen sagen, wir freuen uns, dass Sie heute gekommen sind und dieses Fest mit uns feiern. Man muss dazu sagen, es ist schon der zweite Versuch, den wir unternehmen. Der erste Versuch im Mai hat leider nicht geklappt, bautechnisch. Aber für Sie, so hatte ich zumindest den Eindruck, war immer klar, dass Sie gerne kommen und dass es auch problemlos war, dass Sie dann diesen zweiten Termin möglich gemacht haben. Deswegen vielen Dank, dass Sie da sind, und damit übergebe ich an Sie und bitte, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst zur Wiedereröffnung feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, lieber Pfarrer, liebes Mitbrüder, liebes pastorales Team und liebe anwesende Gäste und Mitglieder der Pfarrei, was lange währt, wird endlich gut, sagt so ein Sprichwort. Es ist eine lange Zeit, die Kuseler dank Egidiuskirche nicht hier geschlossen war, damit sie renoviert wurde. Heute erstrahlt sie wieder in neuem Glanz. Als ich eben eingezogen bin, war so wie eine Prozession ins Licht hinein. Ich freue mich, dass wir heute diesen Tag als besonders festlichen Tag miteinander begehen können. Für diesen Altar hier in unserer Mitte weihen können. Etwas ganz Besonderes, auch für einen Bischof, wenn ein Altar geweiht werden kann. Dass wir miteinander dieses Gotteshaus
als geistliche Heimat empfinden können, als Ort, an dem uns Gott nahe ist. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind aus der Pfarrei, darüber hinaus, aus der Gesellschaft, Politik, von den verschiedenen Bereichen, aber auch aus der Ökumene. Ich bin ganz besonders, finde ich, das besonders schönes Zeichen, dass heute die evangelische Kantorei hier singt, dass wir miteinander nicht nur musizieren, sondern unseren Glauben mit Freude bekennen können. Das ist sehr, sehr schön und auch ein sehr schönes Zeichen. Ich freue mich auch, dass der frühere Pfarrer Schlenkrich heute unter uns hier ist. Das ist für ihn auch ein ganz besonderer Moment, glaube ich, darf man sagen, neben dem Dekan, den man natürlich nicht vergessen, und allen anderen, aber auch dem Landrat und Verbands- und Ortsbürgermeister und alle anderen aus der Gesellschaft, aus dem gesellschaftlichen Bereich. Als erstes erinnern wir uns daran, dass wir getauft sind. Das ist immer so, dass wenn wir in eine Kirche hineingehen, schon das Wasser uns ein Zeichen des neuen Lebens in Christus geben soll und uns an unsere Würde erinnern soll. Du bist getauft, du bist Kind Gottes. Feiere als solches diesen Gottesdienst. Allmächtiger, ewiger Gott, jedes Geschöpf kommt durch dich zum Licht des Lebens und du schenkst den Menschen das tägliche Brot und bewahrst sie in väterlicher Sorge. Doch deine Liebe ist weit größer. Du berufst die Menschen als lebendige Glieder am Leibe Christi zur Gemeinschaft der Kirche. Du reinigst sie von ihren Sünden. Du führst sie zu Christus, dem Haupt seines Leibes. Wer im Wasser getauft wird und somit Christus stirbt, den lässt du in deinem Erbarmen frei von Schuld zum neuen Leben auferstehen. Segne und heilige dieses Wasser, mit dem wir den Altar dieser Kirche und uns besprengen. Es ist uns ein Zeichen des heilenden Bades der Taufe, das uns in Christus gereinigt und zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht hat. Lass uns mit allen Schwestern und Brüdern, die künftig Eucharistie feiern am Altar dieser Kirche, zur himmlischen Stadt Jerusalem gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Gott, der barmherzige Vater, dem wir diesen neuen Altar auf Erden weihen, verzeih uns unsere Sünden. Er schenkt uns die Gnade, ihm nach dieser Zeit auf ewig das Opfer des Lobes darzubringen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Wir preisen dich, wir bieten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Gloria. Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm an unser Gebet. Du nimmst hinweg die Schuld der Welt, erbarm dich unser Gottes Lamm. Den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, ist der Friede unter uns. Du allein bist der Heilige, der Höchste, der Herr, Jesus Christus mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, dein Sohn hat auf dem Altar des Kreuzes alle an sich gezogen. Schau auf deine Gläubigen, die sich versammelt haben, um dir diesen Altar zu weihen, und schenke ihnen deine Gnade. Stärke sie hier immer wieder mit dem Brot des Lebens, und eine sie in deinem Geist, damit sie immer mehr dein heiliges Volk werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Bevor von diesem Ambo nun das Wort Gottes verkündet wird, der Tisch des Wortes neben dem Tisch der Eucharistie ist ein wichtiger Ort in der Kirche, soll dieser neue Ambo, dieses neue Lesepult gesegnet werden. Denn wir hören von hier, was Gott uns in unserem Leben sagen will. Gott, unser Vater. In den Schriften des Alten und Neuen Bundes ist uns durch den Heiligen Geist dein Wort geschenkt. Es erfülle dieses Haus und dringe ein in unser Ohr und in unser Herz, damit wir ihm gläubig folgen. Gib, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern es auch vollbringen. Darum bitten wir durch Christus,
unserem Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen kam Jakob an einen bestimmten Ort und übernachtete dort, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. Da hatte er einen Traum. Siehe, eine Treppe stand auf der Erde, ihre Spitze reichte bis zum Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand vor ihm und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein, wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten, und durch dich und deine Nachkommen werden alle Sippen der Erde Segen erlangen. Siehe, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte: Wirklich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Er fürchtete sich und sagte: Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort! Er ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Steinmal auf und goss Öl darauf. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Schaut auf das irdische Israel. Haben die, welche von den Opfern essen, nicht Teil am Altar? Was meine ich damit? Dass Götzenopferfleisch wirklich etwas ist? Oder dass ein Götze wirklich etwas ist? Nein, aber was man dort opfert, opfert man den Dämonen und nicht Gott. Ich will jedoch nicht, dass ihr Gemeinschaft mit Dämonen habt. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht teilhaben am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen. Wort des lebendigen Gottes. Dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o In jener Zeit sagte eine Frau aus Samarien zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Geht. Ja, jetzt geht er. Eine Altarweihe ist immer ein ganz besonderer Moment. Und der Altar, den wir heute weihen, ist ja auch ganz besonders gestaltet. Die Künstlerin ist unter uns, denke ich. Sind Sie? Oder
Ich habe ihn jetzt erst gesehen beim Hineinkommen. Live. Mal ein Bild gesehen. Weiß nicht, was Sie, Frau Jitzka-Lubin, sich dabei als künstlerischen Gedanken gedacht haben. Ich habe mir meine eigenen Gedanken jetzt gemacht. Und es ist eine Anregung, dass jeder sich seine eigenen Gedanken dazu auch macht, weil ein Altar ist die Mitte einer Kirche, an dem der Gottesdienst gefeiert, das zentrale Mysterium, Geheimnis sich vollzieht, der Eucharistie. Und gleichzeitig ist er ein symbolischer Ort, der etwas von dem deutlich macht, das als Geheimnis in jedem Einzelnen von uns lebendig und gegenwärtig ist. Wir verehren nicht irgendwelchen Stein oder Materialien, aber wir wissen, es sind Orte, die uns an unsere besondere Berufung und Würde erinnern und daran, was Gott für uns tut, wie er an uns handelt und wie er uns zu seinem lebendigen Volk macht, auserwählt und immer wieder neu in die Welt hineinsendet. Wenn man ihn anschaut, dann fallen einem natürlich auf, es ist ein Metallgehäuse um, wenn man hineinschauen würde, einen steinernen Kern. Altarstein, so wie es im Alten Testament ja auch heißt, dass Steine aufgerichtet wurden, um eine besondere Stätte, wo Gott den Menschen nahe ist, der Mensch Gott begegnet zu haben. Innen drin, so habe ich gelesen, sind auch Steine noch des Alten. Des Vorgängeraltars. Das ist auch ein bisschen Kontinuität. Denn an diesem Ort ist nun schon viel länger Eucharistie gefeiert, Gemeinde, die zusammenkommt, Kirche, die sich hier neu bildet, immer wieder und ausgesandt wird. Umschlossen ist dieser Stein, aber umhüllt von einer metallenen Hülle. Drumherum. Und die ist durchlässiger. Zumindest wenn man schaut, sind überall Löcher hineingebohrt. Als ob der Stein da innen drin auch atmen müsse. Lebendiger Austausch geschehen soll. Nicht ein Stein, steinhart für sich, tot. Ein totes, tote Materie, atmende, ein lebendiger Stein, durchaus ein Bild im Neuen Testament, der Eckstein Christus und wir alle als lebendige Steine seiner Kirche, die Kirche nicht ein steinernes Gotteshaus, nur das erinnert uns daran. Wir alle lebendige Steine, atmende Steine. Atem Gottes ist der Heilige Geist. Atem Gottes, das Ein- und Austreten. Geist Gottes in uns, den wir hineinnehmen dürfen, der uns hinein ins Herz eingegossen wird, eingeatmet wird, so wie am Anfang dem Mensch durch den Atem Gottes das Leben geschenkt wurde und den wir ausatmen dürfen, hinausgeben in die Welt, ausstrahlen aus dem Geist Gottes. Wir werden hineingenommen in den Atemzyklus Gottes, in seinen Austausch hier am Altar. Lebendiger Stein.
nichts Totes, nichts Museales. Kirche nur als Museum noch in unserer Zeit. Schön wieder hergerichtet, aber hinterher leer. Oder lebendige Steine. Zumindest ist es wie ein Schatzkästchen, das ein Geheimnis uns hier gibt. Ein Geheimnis, das mit unserem eigenen Christsein zutiefst verbunden ist. Lebendiger Stein, lebendiger Gott. Das ist ja auch die Erfahrung aus den Lesungen im Alten Testament, aus dem Buch Genesis heute. Jakob, der diese Erfahrung des lebendigen Gottes macht, der dann mit Gott kämpft, ringt, sogar verwundet wird, heißt es im Alten Testament. Gleichzeitig, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Der lebendige Gott ist ein Geheimnis und doch Wirklichkeit. Kein Gott, der ein für alle Mal wie ein Betonklotz da wäre. Ein Geheimnis, Atem Gottes, Leben Gottes. Ich glaube, dass unsere heutige Zeit auf der Suche ist nach so einem lebendigen Gott. Er will nicht in Systeme eingezwängt werden, auch nicht in kirchliche. Er gibt immer etwas von sich preis im Austausch mit uns Menschen. Wir müssen mit ihm ringen und dann verändert er uns. Er kann uns im Inneren berühren, manchmal sehr tief. Er segnet auch. Er gibt Mut und Kraft, Leben. Er ist die Quelle des Lebens, das Geheimnis des Lebens selber. Es ist die Mitte, unter das wir uns versammeln. Unser Gottesbild ist vielfach viel zu statisch gewesen, eingezwängt in alles Mögliche, was wir da über ihn wissen, aber mit viel zu wenig lebendiger Erfahrung aus dem Leben bestückt. Dann konnte Nietzsche sagen, Gott ist tot. Das ist ein sterbender Gott. Aber Sehnsucht nach dem Leben, nach der Lebensquelle, so wie es die Samariterin eben im Evangelium gehabt hat, die auch eingezwängt war in ihre Vorstellungen und deswegen nicht zum Lebendigen gekommen ist. Sie war eingezwängt. Ihr sagt, in Jerusalem muss verehrt werden. Wir haben unseren heiligen Berg hier. Und Jesus sprengt es. Der lebendige Gott, Wahrheit und Anbetung gefunden wird. Im Leben gefunden wird. Geheimnis des lebendigen, des atmenden Gottes. Atem Gottes. Das ist der Geist Jesu Christi, der uns erfasst hat, mit dem wir gesalbt worden sind, sodass das Geheimnis Gottes in uns atmet, dass wir Zeuge werden können von seinem Leben, durch unser Leben, durch das, was wir erfahren, wo wir spüren, dass er uns nahe ist, wo wir Zeugnis geben können. Und es berührt mich immer wieder. Ich habe diese Woche einen Chat mit Firmlingen gemacht. Eine ganze Reihe. Fragt man junge Leute. Da kommen wunderbare Zeugnisse heraus, wie sie suchen. In einer Welt, in der sie immer mehr spüren, dass sie ihre Unbeschwertheit verloren hat, verwundet ist an ganz vielen Stellen. Was Gott bedeuten kann, was Glaube bedeuten kann, was für eine Kraft er geben kann, mitten in so einer Zeit. Zeugnis geben von dem lebendigen Gott, den wir suchen, mit dem wir ringen, an dem wir vielleicht manchmal verzweifeln, immer wieder, aber immer wieder durchlässig werden
für dieses Geheimnis. Wir wissen es nicht einfach, wir haben es nicht in der Hand, aber es atmet in uns, Geist Gottes. Das ist lebendige Gemeinde von heute, Kirche, die neu sich raussenden lässt zum Zeugnis mitten in dieser Welt, die nicht alles besser weiß, aber die mit den Menschen sucht, ringt, kämpft, leidet und ihnen Hilfe sein kann, Gott zu finden und zu suchen und zu finden. Und so wird dieser Altar deswegen auch mit dem Chrisam gesalbt, gleich bei der Weihe des Altares. So wie wir mit dem Chrisam gesalbt worden sind, das Zeichen für den Heiligen Geist ist in der Taufe und in der Firmung. Gestern habe ich über 80 Jugendlichen in Rotalben die Firmung gespendet und das kleine und das Chrisamkreuz auf die Stirn gezeichnet. Aber so eben, was ich sagte, ihnen sagt, das soll unter die Haut gehen. Das soll durchdringen. Geist Gottes in einem. Und wenn es unter die Haut geht, dass Gott da ist und dass er mit uns dieses Leben bewältigt, dann geht es auch wieder hinaus. Geheimnis des Austauschs. Gott ist hier. Das ist ein heiliger Ort. Aber ein Ort, der unser eigenes Leben betrifft. So wie wir, wie Gott in uns ein- und ausgehen will durch den Heiligen Geist. In unserem Leben Spuren hinterlassen will. Uns ermutigen, uns trösten. Uns immer wieder aufrichten will. Und so ruft uns dann die Eucharistie auch zusammen zu einem Leib, verbunden in dem einen Geist Jesu Christi, mit dem wir gesalbt worden sind, den uns gegeben wurde, damit wir ihn wieder nach außen in die Welt geben. Liebe Schwestern und Brüder, wo habe ich jetzt mal diesen Altar gedeutet? Der lebendige Fels, der uns einerseits auch Halt gibt, aber lebendig ist und unser Leben immer wieder neu herausfordert. Der Geist, der ein- und ausgeht, der uns im Inneren berühren will, zur Kirche, zur Gemeinschaft im Glauben zusammenruft und uns hinaussendet in diese Welt, dass wir in diesem Geist Zeugnis geben, einer verletzten Welt, von der wunderbaren Hoffnung, die uns gegeben ist. Dass wir alle Kinder Gottes sind auf dieser Erde. Dass Gott unser Heil will und dass er diese Erde nicht verkommen lassen wird, sondern sie neu schaffen wird. Dass das Leben siegt, trotz aller Tode in dieser Welt, gewaltsam, dass die Wahrheit siegt und die Gerechtigkeit aufgerichtet wird für immer. Liebe Schwestern und Brüder, so wollen wir nun diesen Altar hier weihen, mit dem Chrisamöl mit dem Chrisamöl wird er gesalbt, mit dem Feuer, das von ihm auflodert und dem Weihrauch, soll er uns ein Zeichen sein, dass er uns mit Gott verbindet. Und er soll uns immer wieder neu helfen, unsere eigene Berufung zu finden. Hier. Hier will Gott immer wieder jedem von uns sagen, ich bin da für dich. Ich bin in deinem Leben lebendig. Entdecke die Spuren in deinem Leben, meine Spuren in deinem Leben. Geh hinaus und verkünde sie. Amen.
Und so wollen wir unseren Glauben miteinander auch bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, kreuzig gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit unserem Gebet vereine sich die Fürsprache der Heiligen, unserer Brüder und Schwestern im Himmel. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Bitte für uns. Bitte für uns, betet für uns, bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns. Bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns. Bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns. Bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns. Bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns. Bitte für uns, bitte.
bitte für uns. Bitte für uns. Herr unser Gott, auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria und aller Heiligen, erhöre unsere Bitten. Mache diesen Altar zu einem Ort, an dem sich die Geheimnisse unserer Erlösung vollziehen. Hier bringe dein Volk dir seine Gaben und Gebete dar. Hier preise es dich mit dankbarem Herzen als den Schöpfer und Spender alles Guten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. In der Feier der Eucharistie wissen wir uns in Christus verbunden mit allen Glaubenden, den Lebenden und den Verstorbenen.
Und in besonderer Weise sind die Heiligen Zeugen dieser Verbundenheit. Und darum wird in jeden Altar, der geweiht wird, Reliquien eingesetzt, in dieser Verbundenheit des Glaubens Ausdruck zu bringen. Und so tun wir auch hier und setzen die Reliquien von Märtyrern hierbei. So spricht Jesus Christus, unser Herr. Wer Durst hat, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und so erfülle er alle, die von diesem Altar seinen Leib und sein Blut empfangen, mit seinem Heiligen Geist, damit sie ein Leib und ein Geist werden in ihm. Nun wird der Altar mit dem heiligen Chrisam gesalbt. Gott möge durch seine Kraft und seinen Geist diesen Altar heiligen. Er sei uns ein sichtbares Zeichen für das Geheimnis Christi und seiner Kirche. Nun wird Weihrauch
gelegt und der Weihrauch wird sich als ein Zeichen aufsteigen für die Gebete, die Gegenwart Gottes unter uns. Gott, wie Weihrauch steige unser Gebet zu dir empor und wie dieses Haus mit wohlriechendem Duft sich fülle, so erfülle Christi Geist deine Kirche. Thank you.
Wir preisen dich, Herr, unser Gott. Wir rühmen deine unsagbare Güte. Denn in vielen Bildern schauen wir das Geheimnis des Altares, das du vollendet hast in deinem Sohn Jesus Christus. So hat dir Noach, der zweite Stammvater des Menschengeschlechts, nach der Sintflut einen Altar erbaut. Du nahmst den Duft seines Opfers mit Wohlgefallen entgegen und hast einen Bund der Liebe mit den Menschen erneuert. Auch Abraham, der Vater unseres Glaubens, errichtete dir einen Altar und war in gläubigen Gehorsam bereit, dir seinen geliebten Sohn Isaak zu opfern. Auch Mose, der Mittler des alten Bundes, hat dir einen Altar erbaut und ihn besprengt mit dem Blut eines Lammes. So hat er auf den Altar des Kreuzes zeichenhaft verwiesen. All diese Weisungen hat Christus in seinem österlichen Heilswerk erfüllt. Als Priester und Opfergabe hat er sich am Stamme des Kreuzes dir dargebracht. Durch ihn hast du alle Sünden getilgt und den neuen und ewigen Bund mit der ganzen Menschheit geschlossen. Darum bitten wir dich, Herr unser Gott, gieße vom Himmel her deinen Segen aus über diesen Altar, der errichtet ist in deinem Hause. Für immer sei er die Stätte des Opfers Christi, für immer der Tisch des Herrn, an dem dein Volk gestärkt wird im heiligen Mahle. Dieser Altar sei uns ein Bild des Herrn Jesus Christus, aus dessen geöffneter Seite im Wasser und im Blut die Sakramente der Kirche hervorgehen. Dieser Altar sei die festliche Tafel, um die sich die Tischgenossen Christi freudig versammeln. Mögen sie ihre Sorgen werfen auf dich und neue Kraft schöpfen für den Weg, auf dem du sie führen willst. Dieser Altar sei ein Ort vertrauten Umgangs mit dir und eine Stätte des Friedens. Alle, die hier den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, mögen mit seinem Geist erfüllt werden und ständig wachsen in deiner Liebe. Dieser Altar sei Quelle der Einheit für die Kirche und der Eintracht für diese Gemeinde. Jeder erfahre ihr Gemeinschaft im Glauben und öffne sich dem Geist gegenseitiger Liebe. Dieser Altar sei die Mitte unseres Lobens und Dankens, bis wir nach dieser Zeit die Freude der ewigen Heimat erlangen. Dort weihen wir dir ohne Ende das Opfer des Lobes auf dem lebendigen Altar, unserem hohen Priester Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Nun ist der Altar festlich gedeckt. Christi Licht leuchte auf dem Altar und es strahle wieder im Leben aller, die teilhaben am Tisch des Herrn.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, dein Heiliger Geist, komme über diesen Altar. Erheilige die Gaben, die dein Volk dir darbringt, und mach uns würdig für den Empfang deines Sakramentes durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist der einzige Priester, die wahre und einzige Gabe. Er hat sich auf dem Altar des Kreuzes dir dargebracht und uns aufgetragen, das Gedächtnis seines Opfers zu feiern, bis zum Ende der Zeiten. Darum hat dein Volk diesen Altar errichtet, den wir mit Dank und Lobpreis dir weihen. Hier ist in Wahrheit der erhabene Ort, an dem sich im Sakrament das Opfer Christi vollzieht, dir zur Ehre und zur Erlösung. Hier ist der Tisch, an dem du deine Söhne und Töchter mit dem Leib Christi stärkst und sie zusammenführst zur einen und heiligen Kirche. Hier ist Christus der geistliche Fels, aus dem die Ströme des Lebens quellen. Hier schöpfen die Gläubigen den Heiligen Geist, der auch sie verwandelt zu einem lebendigen Altar und einer heiligen Gabe. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Und darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie. Sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, erreichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen, und wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Karl-Heinz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Remigius, mit dem heiligen Ägidius und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir alle haben den Geist empfangen. Er lebt in uns, er verbindet uns zur Gemeinschaft der Kirche. Er verbindet uns in der Einheit der Christen. Er verbindet uns als Schwestern und Brüder auch über Konfessionsgrenzen hinweg. So hat uns Jesus gelehrt, miteinander zu beten und Gott unseren Vater zu nennen. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Ihn rufen wir an und bitten. Schau nicht auf unsere Sünden. Sieh auf den Glauben deiner Kirche, schenke ihr und unserer Welt deinen Frieden und die Einheit. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Schenkt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Lamm Gottes, Herr, du trägst ihn. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele. Der Leib Christi schenkt uns das ewige Leben. Amen.
bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Und darum bitten wir ihn, Herr Jesus, sei im Brot des Lebens den Sterbenden Kraft auf ihrem letzten Weg, den Kranken Trost in ihrem Leiden und sei allen, die dich hier anbeten, in deiner liebenden Hingabe nahe. Amen. Amen. Lasset uns beten. Herr, lass uns immer deinem Altar verbunden bleiben, auf dem das heilige Geheimnis gefeiert wird. Vereine uns im Glauben und in der Liebe und mache uns Christus immer ähnlicher, den wir als heilige Gabe empfangen haben, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ja, so eine Feier, eine Weihe eines Altars und ein
neu in Dienststellung einer ganzen Kirche ist immer etwas Außergewöhnliches, auch für die Ministranten hier. Man muss dann immer, das macht man nicht immer, das merkt man dann, aber es ist etwas Besonderes. Vor allen Dingen dieses Bild auch des Feuers, das wir in diese Welt hineintragen sollen durch Christus, durch seinen Geist. Danke allen ganz, ganz herzlich, die hier mitgeholfen haben, auch musikalisch ganz wunderbar, der Kantorei ein ganz großes Dankeschön, die gekommen sind. Ich danke auch allen, die mitgeholfen haben, dass diese Kirche in einem so schönen Glanz jetzt wieder erstrahlen kann, ein wirklich würdiges Haus Gottes ist und eine tiefe gehende Konzeption ja auch dahinter steckt und das immer noch wieder neu entdecken kann. Danke allen, die daran künstlerisch mitgewirkt haben, aber auch von unserem Bauamt, das auch vertreten ist, Herr Cepella, und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Danke allen, die heute hier dabei sind, aber die vor allen Dingen Dank an die, so, die diese Pfarrei und diese Gemeinde tragen und mit dem Geist erfüllen und mit Leben erfüllen. Es geht darum, immer wieder neu zu lebendigen Steinen zu werden. Jetzt nach dem Gottesdienst wird es einige Grußworte noch geben. Bleiben Sie also noch einen Augenblick in der Kirche. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und der Erde. Und so segne euch und stärke euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.
Wir warten, bis die Herren zurück sind.